Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen hier zurück zu Assassin's Creed Odyssey. So, es geht da vorne jetzt an der Silbermine mit der nächsten Quest weiter. Da habe ich ja in der letzten Folge das Ding noch entdeckt. Irgendwie, was ist ein Leben wert oder wie das heißt. Ich war aber vorher noch ein bisschen auf Fragezeichen abjagt und habe hier in dem Bereich alles fertig jetzt. So, man sieht ja die abgeschossenen Orte. Keine mehr da. Und habe auch hier hinten nochmal die Sachen nachgeholt, die ja beim ersten Mal nicht funktioniert hatten. Ja, jetzt alles eigentlich hier recht fertig. Und hier wartet ja diese komische Aufgabe auf mich. Der Wert eines Lebens. Damit geht es jetzt weiter. Beim Silberberg. Und dann gibt es hier noch... Ich glaube, das gehört zusammen, weil das hier ist irgendwie die Silbermine. Und da ist dann auch ein unentdeckter Ort, der in die Höhle reingeht. Da, das habe ich noch nicht gemacht. Weil ich ja genau wusste, dass ich heute die Quest spiele. Was denn hier für eine Arschkatze hier gleich am Anfang des Videos? Hier ist ein Luchs. Oh. Naja, Katze bleibt Katze. Oh, da kommt dein Kollege an. Wie, er springt mir wieder auf den Rücken, ey. Das sind die schlimmsten Katzen. Weil die so schnell sind. Haha, ausgewichen. Ja, boom! Übrigens habe ich auch einen neuen Speer in der Hand. Den habe ich dann noch in so einer Kiste gefunden. War in so einer Kiste drin, der Speer. Hat leider nicht so geile Stats drauf, wie ich das gerne hätte. Ist aber an sich sonst ein netter Speer, was da Schaden angeht. Und zwar ist das hier Speer des Achilles. Hier steht der Achilleus dran, das ist ja der altgriechische Name halt. Achilles halt, ne? Jägerschaden leider drauf. Aber 12% Speerschaden ist sogar gar nicht so schlecht. Und der sieht ganz nett aus. Der Achilles Speer, den habe ich. Jetzt geht's aber zur Quest. Hopp. Und mal wieder vielen Dank an alle, die das letzte Video wieder unterstützt haben. Daumen nach oben. Dankeschön. Was ist denn hier los? Das sind aber keine Arbeiter für die Mine, oder? Was ist dein Leben wert? Es geht, denke ich mal, um die Mine, um die Sklaverei, oder? Hey! Hat ihn angespuckt? Drecksau. Gibt es jetzt schon Zuschauer, wenn wir bestraft werden? Das ist ja noch schändlicher. Ich habe nicht zugeschaut. Ich sah es rein zufällig. Du siehst einen Mann, der für seine Freiheit bezahlt hat und trotzdem ein Sklave bleibt. Das ist erlaubt? Mein Meister nannte mir einen Preis für meine Freiheit und ich sparte darauf. Jetzt, wo ich ihm das Geld gegeben habe, streitet er ab, dass es die Vereinbarung gab. Das ist aber ein richtiges Arschverhalten, oder? Eine Vereinbarung machen, dann arbeitet er sozusagen seine Schulden ab und will sich dann freikaufen und dann sagt er, nee. Das ist halt das Problem, wenn man nichts schriftlich hat. Hättest du meine Steintafel meißeln lassen sollen. Ich helfe dir, ich regel das. Das ist nicht richtig. Ich werde ein Wörtchen mit ihm reden. Wirklich? Das würdest du tun? Mein Name ist Phaedon. Ich weiß nicht, wer du bist, aber die Götter müssen dich geschickt haben. Sie haben meine Gebete erhört. Auf jeden, Digga. Okay, die Götter schicken mich. Ja, klar. Die Götter haben mich nicht geschickt, nee. Wenn du auf Hilfe von den Göttern wartest, kann ich ja gehen. Nein, bitte nicht. Irgendwer oder irgendwas hat dich zu mir geführt. Ja, meine Beine. Wie auch immer, ich danke dir. Mein Meister sollte an der Silbermine sein. Wahrscheinlich überwacht er die anderen Sklaven dort. Wann wurdest du zum Sklaven? Hast du schon immer ein Sklave? Von klein auf. Ich wurde am falschen Ort von der falschen Familie geboren. Ich wurde mehrmals verkauft. Und erst jetzt hast du genug Geld, um dich freizukaufen? Erst jetzt fand ich einen Meister, der sich darauf einließ. Ich hätte wissen müssen, dass er lügt. Es war meine einzige Hoffnung. Die Frage ist natürlich, hat der Meister trotzdem das Geld genommen oder hast du das Geld immer noch bei dir? Okay, warum wurdest du bestraft? Wirst du oft so ausgepeitscht? Öfter als du ahnst. Was hast du getan? Ich weiß es nicht immer. Zu langsam gearbeitet, jemanden schief angesehen, um Wasser gebeten. Manchmal tun sie es nur zum Spaß. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch ertrage. Ausgepeitscht? Aber er hat gar keine Peitschspuren auf dem Rücken oder so. Ich finde deinen Meister. Ich rede mit deinem Meister und sorge dafür, dass er zuhört. Er ist kein guter Zuhörer. Bei mir ganz sicher.
Ja, mit der bösen Kriegsbemalung auf jeden Fall. Sogar auf dem Rücken hat sie was drauf, ey. Ich mag das Outfit. So, sprich mit dem Sklavenhalter da oben. Gucken wir mal. Ja, gut, Sklaverei im alten Griechenland war noch viele, viele Jahre später immer noch ein Thema. Auch dann auch noch ein ganz großes Thema bei den Römern und bei den Amerikanern. Überall, also in der ganzen Geschichte der Welt. Okay, hier wurde er ausgepeitscht. Da sieht man noch Blutspuren. Und der da ist tot. Du bist ja also der die Leute anspuckt. So. Jetzt pass mal auf, wer vor dir steht. Kriegst gleich eine Kopfnuss. Du siehst stark aus. Ich suche immer Leute, die auf Sklaven aufpassen, falls du Arbeit suchst. Ich habe schon eine Arbeit. Es geht um einen deiner Sklaven, Phädon. Als würde ich ihren Namen kennen. Du verschwendest meine Zeit. Was für ein Idiot. Ich kann alles erklären. Erklärt wird ja gar nichts. Du verschwendest meine Zeit. Ich müsste gar nicht hier sein. Du verschwendest meine Zeit. So hat schon lange keiner mehr mit mir geredet. Spuck es aus, solange du mich noch amüsierst. Phädon hat für seine Freiheit bezahlt. Gib sie ihm. Nein, das klingt nicht nach mir. Aber ich will großzügig sein. Tu etwas für mich, und ich gebe diesem Phädon seine Freiheit. Und was? Du sollst deine Frau für mich töten. Ihre Familie bliebe ganz allein zurück. Aber der Kult des Kosmos besteht darauf. Der Kult? Du bist ein Mitglied des Kults? Wenn das stimmt, weißt du, wer ich bin? Du bist klüger, als sie dich dargestellt haben, Adlerfrau. Sag mir, warum ich dich nicht gleich töten sollte. Du könntest. Aber wenn ich sterbe, bleibt der Sklave ein Sklave. Und ich bin der Einzige, der weiß, wo seine Papiere sind. Och, Manno. Können wir die Papiere nicht irgendwie aus denen rauskloppen oder so? Und warum soll diese Frau sterben? Warum soll diese Frau sterben? Oh, tut mir leid. Mir war nicht klar, dass du das wissen musst. Moment. Musst du nicht? Die Familie wird dann alleine zurückgelassen? Was ist denn dann? Und warum sollte ich dir glauben? Phädon sagte, du hast schon einmal dein Versprechen gebrochen. Das solltest du dieses Mal besser nicht tun. Sieh dich um. Ich habe viele Sklaven. Im Austausch gegen den Tod dieser Frau kann ich einen entbehren. Aha. Warum sagst du mir, dass du Kultist bist? Die meisten halten ihre Mitgliedschaft im Kult lieber geheim. Du kannst nichts dagegen tun, wenn du diesem, wie hieß er noch, helfen willst. Außerdem macht es die ganze Situation amüsanter, meinst du nicht? Keine Ahnung, das genügt erstmal. Ich mache mich auf den Weg. Töte die Frau oder nicht, deine Entscheidung. Aber wenn du deinem Sklavenfreund helfen willst, hast du keine Wahl. Die Freiheit des einen ist der Untergang des anderen. Oh, der gibt sogar hier für mein Giftset ein Teil. Der gehört zu dem Strang. Die Viperkapuze, Attentatsschaden und Sekundenvergiftungsdauer. Ist das mein viertes von dem, oder? Ich glaube, da fehlen mir noch. Es fehlen mir noch Stiefel, glaube ich, fehlt mir noch dann. Das vierte Teil von meinem Gifty-Set. Sehr praktisch. Gut, dass ich hier bin. Ist echt ein Kultmitglied, der noch nicht identifiziert war. Cassandra! Welch Zufall, dass wir uns hier treffen. Es fühlt sich nicht nach Zufall an. Ah, dann möchtest du heute wohl über das Schicksal reden. Nein, nicht wirklich. Gut, ich hatte etwas anderes im Sinn. Wo kommt der denn immer her, ey? Hör auf, mir zu folgen! Muss ich Attika verlassen, um dich loszuwerden? Ich treffe dich, egal wohin ich gehe. Das ist seltsam, aber zu deiner Frage. Ja, Attika zu verlassen würde helfen. Also, wie viel hast du mit angehört? Oh, alles. Du musst eine schwierige Entscheidung treffen. Wie viel ist die Freiheit eines Menschen wert? Glaubst du, dass ein Leben mehr wert ist als ein anderes? An sich nicht. Aber ich muss erstmal die Frau kennenlernen, die da sterben soll. Und dann bilde ich mir eine Meinung. Alle Menschen sind gleich. Die Menschen sind nicht gleich. Na komm, doofe Antwort hier, ne? Es gibt keinen Unterschied zwischen den Menschen. Den ersten Atemzug machen wir alle gleich.
Aber sind deine Atemzüge vergleichbar mit meinen? Meinst du nicht, dass der Atem von Perikles besser genutzt wird als der eines Mannes im Gefängnis? Naja, wenn ein Mann im Gefängnis sitzt, dann hat er selber Schuld, dass er da reingekommen ist. In den meisten Fällen. Es ist egal, welche zwei Menschen du vergleichst. Die Antwort bleibt dieselbe. Dann sind ein Priester und ein Dieb gleich? Ein Politiker und ein Kind? Ein interessanter Standpunkt. Ich habe genug gesagt. Ah, du hast recht. Ich weiß, dass du zu tun hast und dein Geist erschöpft ist. Das klingt nach mir. Dann geh. Es war mir eine Ehre, diese Gespräche mit dir zu führen. Mir auch, Sokrates. Ja, ja. Kehre zum Sklavenhalter zurück. Der Wert eines Lebens. Habe ich die Dame schon getötet? Irgendwie? Zufällig irgendwo anders? Ich kann mich nicht daran erinnern. Warum soll ich denn zurückkehren? Vielleicht lief da irgendwo eine rum. Oder war das auch ein Kultmitglied? Ich töte doch nicht einfach so Damen. Kann mich nicht daran erinnern. Ich habe hier das ganze Gebiet schon teilweise leer gemacht. Was willst du? Ich werde niemanden töten, damit du Phaedon freilässt, wenn er längst frei sein sollte. Ah. Schön. Ich finde schon jemanden, der sie tötet. Und Phaedon bleibt mein Sklave. Ich werde ihn reich dafür belohnen, dass er so viel meiner Zeit vergeudet hat. Wegen dem Gespräch an Sokrates habe ich mich dazu entschieden, die Dame nicht zu töten, weil jedes Leben gleich viel wert ist. Und deswegen ist Cassandra zu der Entscheidung gekommen, dass sie die Dame nicht tötet. Okay, aber ich kann ja jetzt den Typen ausschalten, oder? Gibt es noch eine Folgequest vielleicht, um den... Nö. Aber wenn ich jetzt den Kultisten hier ausschalte, dann müsste der... Gut, der Sklave ist dann sicherer, aber immer noch nicht frei. Guck mal, er dreht mir den Rücken zu. Das hätte er nicht machen sollen. Jetzt hast du nicht mehr so eine große Fresse, was? Du wirst keinem mehr Leid zufügen können. Dankeschön für die Kapuze, die habe ich gebraucht. Kurz mal hier hinstellen. Die Viper-Kapuze. Die ist hier neu aufgetaucht. Die gibt noch Dolche dafür, auch nicht so schlecht. Der Meister. Muss doch von hier oben einer gewesen sein. Da ist der Meister. So meisterlich war der auch gar nicht, ey. Dann muss ich die Silbermine jetzt wohl doch noch so normal durchspielen. Eine Waffe gekriegt? Einen Streitkolben hier. Stab des Wissens. Attentatsschaden, kritischer Schaden und Giftschaden? All das ist ja voll gut. Das ist ja alles, was ich gebrauchen kann. Nur ein bisschen niedrig. Vom Schaden her. Also der Stab hier, der Speer macht einfach mehr Schaden. Aber der Speer hat auch irgendwie so nichts drauf, was ich eigentlich gebrauchen kann. Ich werde den behalten. Ich probiere mal den Stab aus. Stab des Wissens. Ja, gerade eine Giftschaden, Attentatschaden und sowas, das ist voll top. Ich habe auch noch nie mit einem Stab gekämpft, so wirklich. So, aber die Kapuze ist natürlich viel besser. Attentatschaden und Dolchschaden habe ich bei mir. Und hier ist halt Attentatschaden und Vergiftungsdauer drauf. So, die passt jetzt farblich nicht ganz so zum Rest des Outfits. Könnte ich halt ändern, aber an sich auch nett, die Maske. So, dann müsste ich halt nur anfangen, den Rest des Sets dann irgendwann, aber wenn ich auf Maximallevel bin und das Set dann voll habe, kann ich das dann alles aufleveln. Jetzt die kleinen Items hinterherzuziehen, das lohnt sich noch nicht. Aber das Set schon mal zusammensammeln, ist ja eine coole Sache. 5 habe ich jetzt von den Stingern. Ich brauche 7 für das nächste Speer-Update. Übrigens habe ich eine neue Fähigkeit gelernt in der Zeit hier noch vom letzten Video bis heute. Nyx Schatten hier einfach unsichtbar machen für besseres Schleichen. Das habe ich jetzt unten drin. So. Oh, der Stab ist aber ganz schön lang, ey. Mit da oben Dings drauf. Alter, coole Moves. Kampfmönch hier. Zack. Nice. Gar nicht schlecht. Ja, gefällt mir. Okay. Wenn ich aber schon mal hier bin jetzt, habe keine Lust, jetzt hier noch wegzugehen. Questsmäßig müsste ich eigentlich hier rüber zu dieser Insel. Aber ich will hier die Fragezeichen nochmal machen.
hier das Ding, Befehlshaber ausschalten, ein, Kriegsvorräte verbrennen und so. Das ist nicht so viel. Und da geht's halt noch in die Höhle rein, in die Silbermine. Was sich da drin verbirgt, wenn der Kultist hier schon der Anführer von der Mine war, könnte vielleicht noch was Interessantes sein. Okay, da ist das. Passt schon. Zwei Vorräte, die sind markiert und Schätze auch zwei. Wo ist denn der zweite Schatz? Da oben auch markiert. Und der Befehlshaber ist da. Okay, hab alles. Alles, was wichtig ist. Hier werden sie besonders wachsam sein. Jupp. So. Wenn ich hier anfange zu meucheln, greifen mich bestimmt auch hier die anderen wieder an. Wobei die Kapuze kann man noch so aufhaben. Das geht eigentlich noch vom Outfit her. Sehen die das Feuer? Einige sehen ja immer das Feuer. Schaffe ich es nicht im Bus? Ja. Geht noch. Was ist denn da los? Ja, komm her. Dann guck doch nach, was da los ist. Sieh zu. Komm an, gepfiffen. Doch nichts. Beweg deinen Arsch. Der hat leider das Mäulchen überlebt. Was hast du gesagt? Die Dora. Dora Kant. Ist da nicht eigentlich ein Soldat? Nee. Da steht noch einer. Hm. Die stehen ja doof da, ey. Meinst du? Stehen jetzt ineinander? Nee, nebeneinander. Drei Leute aber. Ich kann doch nicht drei verketten mit meiner Combo. Nur zwei. Na, der eine geht weg. Sehr praktisch. Gib mal hier. Jetzt sind die beide weggegangen. Der Befehlshaber kommt gerade runter. Da kommt er angestiefelt. Das ist doch menschengemacht. Ja, echt? Ich wollte eigentlich hier um die Ecke ziehen. Zum Meucheln. Jetzt kommen da zwei. Scheiße. Hey, hey, hey! Autsch. Boah, nicer. Voll der Kick hier, ey. Nein, 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 nein. Ah, da, da, da. Der Typ ist heftig. Alter, wieder weggerollt, ey. Lauf doch nicht so schnell. Der ist voll auf Fernkampf, den muss ich anders machen. Oh, der Stab macht aber auch ganz gut Schaden, ey. Wo ist denn der Typ jetzt hin? Ah. Den muss ich mir so im Nahkampf schnappen, dass er nicht mehr weglaufen kann, weil der springt so viel rum, so viel am Wegrollen nach hinten. Und dann, ist er auf Bogen ausgelegt. So kriege ich den nicht. Ah ja. Ist klar, ey. Hat er mich auch noch angezündet hier.
Nein, nein, nein! Jawohl! Nicer Schaden mit dem Stab, ey. Das ist nicht mein Finisher. Hey, der Stab ist echt nice, ey. Gefällt mir. Leben wieder voll. Voll fett. Geile Moves. Geiler Schaden. Nicht gedacht, dass mir mal ein Stab gefallen könnte. Ah, da unten die Kiste habe ich vergessen. Weg da. Sieh nur all das Silber. Ja. Hierauf gründet also Athens Reichtum. Athens Reichtum. Auf Silber gebaut. Da haben die Athener zu gierig und zu tief geschürft. Ich muss ja noch rein in die Mine. In die Mine, in die Mine. Wenn ich erstmal drin bin, ist es keine Mine mehr, sondern ein Grab. So. Dankeschön. Schlangenstab. Jetzt kriege ich aber mächtig irgendwie nur Stäbe, ne? Gerade hat mal einen gefunden, der mir gefällt. Jetzt habe ich schon wieder zwei neue bekommen. Und deswegen wechsle ich jetzt meine Batterien für ein Headset. Und dann gehe ich erstmal rein in die Höhle hier, in die Silbermine, richtig. Oh, den kann ich noch looten. Ein bisschen Geld da dabei? Nö. Gammelhandschuhe. So, und was gibt es denn hier drin? Silbermine. Schatz plündern, auch noch zwei. Und Befehlshaber ausschalten. Auch nochmal zwei Schätze da drin. Wow. Okay, das ist die eine Kiste und da ist die zweite. Und der Befehlshaber. Okay. Das andere ist kein Befehlshaber. Gehen wir mal rein. Hey, weg. Gibt es denn nicht viel Reichtum hier? Ein bisschen mehr Silber. Silber kann ich nicht abernten. Okay. Vorsicht. Fleißig arbeiten hier, Leute. Sonst gibt es wieder Dresche. Ah, durchsuchen geht. Ist nicht stehlen angezeigt. Wenn es kein Stehlen ist, dann kann man das auch machen, wenn da Leute drumherum stehen. Hey? Alter, laber mich nicht voll. Der überlebt. Oh oh. Hey, was rennt der andere hier so im Kreis? Komm schon, ich brauch dich. Oh mein. Ja, läuft der Zivilist noch dazu, da rein, der Sklave, und wird gleich sofort vergiftet. Ich glaube, du stirbst jetzt gleich vom Gift, mein Freund. Noch einer. Jetzt brennt er auch noch, oder was? Holy shit, irgendwie habe ich das Gefühl, das kämpft gleich alle, die ganze Höhle gegen mich. Söldner, ja, das kommt auch noch ein Söldner an. Scheiß Bogenschützen. Der Söldner ist ja schon da. Wo kommen die immer so schnell her? Sage ich immer wieder, ne? Wenn plötzlich immer so ein Söldner vorsteht. Oh, diese Sklaven hier! Guck mal an, wie die hier blöd rumrennen! Könnt ihr nicht mal irgendwo anders hingehen? Geht raus an die Luft oder so! Die Gegner werden anstrengender, finde ich. Gerade diese hier. Oh, der Schwere haut aber auch ganz gut die Leute hier vom Hocker.
Boah, das ist immer noch. Guckt ihr den Sklaven hier an, ey. Das macht er doch extra, oder? Jetzt habe ich wieder eine reingehauen, der Typ eben. So, dann kommst du jetzt mal her hier. Willst du mich schlagen? Schon liegst du wieder flach. Und bam! Kommt der Werbe. Was? 19.000 Schaden? Ich gebe nicht nach! Der schwere Schlag, der hier dauert ein bisschen lange. Aber wenn der trifft. Da geht er zurück, ey. Bleib nochmal aufkommen. Und down, oder? Jawohl. Goldaxt haben wir bekommen. Söldner besiegt. Und da steht noch einer. Weg, weg, weg. Der kämpft aber noch nicht mit. Oh, da, wie überrascht die Söldnerin ist hier, dass ich sie von hinten angeschlagen habe. Und benutzt auch Giftwaffen. Finde ich gar nicht gut. Haha, ausgewichen. Die Giftwolke an dem Stab ist eine viel größer als bei anderen Waffen, finde ich. Hey, ich töte hier so viele Sklaven, die immer so reinlaufen. Alle getroffen werden. Schrei nicht. Das mit den Sklaven, dass sie hier so wild rumlaufen, finde ich echt dämlich. Das ist echt nervig. Da habe ich nicht so treffen lassen. Oh, ein roter Angriff. Weil ihr Gift so viel Damage macht. Oh. Lass mich heilen. Und Heilung! Jawohl. Die macht ja nur rote Angriffe, die ich nicht parieren kann. Alter! Wie lange hält sie das nicht durch? Nein! Ach komm, leck mich doch. Du blöde Kuh, ey. Nur der Giftschaden, der mich hier niedergerammt hat. Wenn mein Schlag eben durchgekommen wäre, hätte ich sie platt gehabt und dann hätte ich wieder Lebenspunkte dazu gekriegt. Ich habe ja immer noch meine Heilung durch Adrenalin. Die reicht eigentlich auch, aber das waren jetzt so viele Kämpfe mal wieder. Ja, einige würden sagen, mach doch mal einen taktischen Rückzug. Nee, ich bin ja gerade in der Mine drin, ne? Hätte ja auch alles geklappt. Aber wie wild die Sklaven da auch noch rumrennen. Da holst du einmal mit einem Schlag auf und triffst gleich irgendwie 5, 6 Leute und dann rennen die noch nicht mal irgendwie in eine Richtung, so dass sie dann irgendwann weg sind. Nein, die rennen immer nur hin und her und bleiben einfach in dem Bereich und entfernen sich nicht vom Kampf. Es wär realistisch, wenn die Leute flüchten würden, weil sie der Gefahr entkommen möchten. Dann laufen sie halt irgendwo hin, um sich in Sicherheit zu bringen. Aber hier ist es ja so. Die laufen da einfach wild umher. Sie werden mich suchen. Und du hackst die alle einfach so tot. Ich muss hier draußen auch noch alles nochmal machen. Wieso hat er das nicht wegen Zoom gespeichert? Den Ort hatte ich doch schon fertig. Na gut, Leute, es geht in der nächsten Folge weiter. Hier nochmal in der Silbermine. Ich hoffe, ihr habt nochmal Bock, hier in der nächsten Folge auch einzuschalten. Ich würde mich freuen. Trotzdem vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge von Assassin's Creed. Macht's gut. Ciao, ciao.